Willkommen zur ERG Oriental Rallye 2009. In diesem Jahr eine besondere Rallye, denn es ist die letzte Rallye des Veranstalters Jörg Steinhäuser und die erste Bewährungsprobe für den neuen Rallye-Chef Jörg Schumann. Eine weitere Neuerung ist das Hotel Madia Palace, nicht im Norden, sondern ca. 250 Kilometer südlich von Tunis gelegen. Interessant ist auch das Starterfeld. Neben dem üblichen Verdächtigen haben wir einen Rallye-VW-Bus dabei, einen Dakar Tatra aus der Tschechei und gleich eine ganze Armada von Hammern. Gleich am ersten Rallye-Tag ging es in den Süden nach Duz und es wurde Abend, ohne dass ein Teilnehmer das Ziel erreichte. Wir stehen hier in Duz an der Strecke. Es sollte was passieren, passiert aber nicht. Aus unerfindlichen Gründen ist noch kein Teilnehmer da. Das Licht geht gleich aus und in wenigen Minuten werden wir auch abräumen. Wir verlesen jetzt die Teilnehmerliste, wer hier hätte eventuell vorbeikommen können. Wir haben hier, was ist das? Moto, kann man nicht. Hanninger, eine Suzuki, das kann nichts werden. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Es wurde Nacht, die Sonne ging unter, der Mond ging auf und in der Ferne sahen wir die ersten Lichter. Als erster Kandidat im Ziel, Quadfahrer Gerhard Arzberger, der von sich aus dachte, er wäre der Letzte. Doch er war der Erste. Fahren in den Dünen ist für viele schon am Tag eine Herausforderung. Und bei Nacht sehen sie selbst. Also taten sich viele Teilnehmer zusammen und fuhren im Konvoi, denn anders war es kaum zu handeln. Auch wenn es zu Beginn nach einer langen Nacht aussah, gegen 21.10 Uhr war auch der letzte Teilnehmer im Ziel. Es ist 10 nach 6, es ist dunkel, ihr seid gerade in der Dunkelheit angekommen. Wie war es heute bei euch? Super. Ja? Wir sind zweimal stehen geblieben. Einmal einen Bolzen vom Gashof verloren. Dann hat sich eine Ölschraube gelöst. Haben wir 3 Liter Öl verloren. Haben gewartet, bis einer kam mit Öl. Dann hat er gefahren. Und wie seid ihr zusammengekommen? Habt ihr euch einzeln irgendwo getroffen? Wir haben eingefahren. Eingefahren? Ja. Wie lange seid ihr schon zusammengefahren? Eine halbe Stunde. Aber super. Auto ist für das erste Stück, wo man schnell fahren konnte, ideal. Also war nicht schlecht. War der erste Test? Ich bin noch nie in Automatik gefahren. War eine Umstellung, aber okay, es wird schön. Super, der zweite Rallye-Tag begann im Kamelstadion von Duz. Ziel war der Tempelberg Tembain. Gleich zu Beginn wurde klar, welche wichtige Rolle die Navigation hier spielt. Hinter dem Start hätte man sofort rechts abbiegen müssen, doch das tat keiner und so fanden nur wenige den richtigen Einstieg. Wer den falschen Einstieg wählte, wurde prompt bestraft. Und so kam bereits wenige Kilometer nach dem Einstieg der zweite Berger von Jörg Schumann zum Einsatz. Das Ziel fanden schließlich alle und Veranstalter Jörg Steinhäuser belohnte die Teilnehmer mit einem wunderschönen Außencamp mitten in den Dünen. Caterer Wolfgang Dieterle verwöhnte gleich am ersten Abend mit Schnitzel und Bratkartoffeln. Und wer zu schnell fuhr, durfte am ersten Abend schrauben. Am dritten Rallye-Tag stand ein Rundkurs rund um den Tempelberg auf dem Programm. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Gas geben war die eine Möglichkeit, doch an diesem Tag wurde vor allem eins getan: gebuddelt. Tja, und natürlich repariert. Schnell wurde klar, die Rallye stellt in diesem Jahr hohe Ansprüche an die Teilnehmer. Dünen, Dünen, Dünen und der Sand ist butterweich. Vor allem Karl-Heinz Porschen im Rallye-Käfer bewies seine Fahrkünste und setzte sich an die Spitze der Gesamtwertung. Das Team Swoboda aus der Tschechei hat eigentlich den besten Truck, ist aber erstmal zum Üben hier, man sammelt Erfahrung in der Wüste. Wer diesen Tag schaffte, war geschafft. Und Wolfgang Dieterle belohnte die Teilnehmer erneut. Noch Servus! Hallo! Hallo.